Ja, moin, moin und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen, naja, klein jetzt nicht, aber zu einem neuen Projekt hier bei uns auf dem Kanal. Ja, wir spielen eine Runde Star Trek Online und das Ganze wird wie folgt ablaufen. Also wir werden alles machen. Wir werden es aber slowly machen. Also wir werden nicht durchrushen, wir werden hier wunderbar entschleunigen. Und ich werde es mir auch nicht nehmen, gewisse Sachen mir auch einfach mal anzugucken. Wie zum Beispiel, jetzt meine, wir sehen dort, da wird gewunken, da müssen wir hinlaufen. Nö, will ich jetzt einfach noch gar nicht. Erstmal möchte ich gucken, wo sind wir hier. Jo, gut, okay, kennen wir, zumindest die meisten von uns kennen das. San Francisco. Sternflottenhauptquartier. So, ist mir jetzt aber egal. Ich möchte jetzt... Komm, wir gehen jetzt mal kurz beiseite. So. Das ist unsere Kadettin. Die gute Lassandra Dirks. So, Lassandra Dirks. Wir spielen jetzt hier auch in der... also, ich habe jetzt einen Charakter angefangen, der im Discovery-Zeitalter spielt. Wird sich natürlich im Verlaufe alles in die normale Zeitachse legen, ist mir aber auch... Wir werden sehen. Jedenfalls, wir sind Kadett und ich habe mir überlegt, wir machen einfach mal das Tutorial mit, weil... warum halt auch nicht? Ne? So, der Grund, warum ich diesen... warum ich einen Discovery-Charakter genommen habe, liegt einfach daran... Ja, mir gefällt da einfach nur das Warp-Springen eigentlich am besten. Das ist der einzige Grund. Alles andere ist egal, weil alles andere ist gleich. Ja. So. Wir werden jetzt einfach mal uns so ein bisschen hier durchhangeln. Elf-Meldung, die brauchen wir jetzt nicht gerade, weil da kenne ich mich wirklich auch. So, und jetzt sprechen wir erstmal mit, ja, hey, there you are. Are you excited? I am very excited. Pretty soon we'll be reporting for duty on the cadet training cruise. Ja. Jetzt werden wir von Tilly, ja, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, zugespammt, weil das ist eigentlich das, was ich kann. Auch wenn ich die also den Charakter in der Serie relativ sympathisch finde. Gut, die Schauspielerin jetzt auch. Gut, sei jetzt aber mal dahingestellt. So, die Gute ist natürlich wie immer eigentlich bei allem Möglichen nervös und ja. Are you kidding? I set up a triple-layer alarm sequence to notify me when the postings went up. I think I knew before some of Captain Schaefer's staff. Two words. Chief Engineer. Ja, gut. Sie und Chief Engineer? Okay, warum right? Meint auch nicht? I'm still not sure if this isn't one of Finnegan's pranks. He's done stuff like this, you know. Ugh, poor Jim Kirk. Oh, before I forget, Lifeson is looking for you. Actually, I think I see him over there. You should probably find out what he wants. So, und wir sollen, nachdem sie uns jetzt nochmal dazu getextet hat, mit Kadett Lifeson reden. Lifeson hört sich skandinavisch an. Beziehungsweise isländisch. Ne, weil Son, also Son, Lifeson, also Life ist der Familienname und Son ist, weil er männlich ist. Ne, wie Thor Odin Son oder Odin Bor Son. So. Kleiner Exkurs. So, wir sprechen jetzt mit ihm hier Here's und Lyson, one of the best tactical cadets in your class. Oh, no, after Evelyn and yourself, of course. Ja. There you are. I wanted to thank you for helping me pass that final and for all the other times you've helped me. Seriously, I might not have made the cadet cruise if it weren't for you. I hope Schaefer recognizes all you've done to lead our class. Have you got your assignment yet? So, also, er sagt, er hätte ohne uns das Kadettentraining wahrscheinlich nicht überstanden. Ja, und er ja, wünscht uns so ein bisschen Glück, dass die Bemühungen von unserem aktuellen Captain so ein bisschen gewürdigt werden. So, und nein, wir wissen noch nicht, wo wir zugeteilt sind. Hm, well, Lieutenant DeSilne has all of the assignments now. I'd see what she knows. Before you do that, do me a favor and talk to Ian.
He's got good news, and he won't settle down until he shares it with everyone, including you. Ja. Ja, wir sollen jetzt mit Cadet Ian Kwan. Oh, there's Ian. Let's find out what his big news is. Und ja, wunderbar. Tilly. Ach, come on, Tilly. This way. Texte mich doch nicht immer so zu. So. Cadets Kwan and Peart, with a combined IQ of 231, which I've heard is almost up to Tamav's rating. That's the rumor, anyway. So ein bisschen nervig ist die schon, ne? Zwar auf eine total niedliche Art, aber sie ist einfach nervig. Egal. Weiter geht's. Oh, hey. I've been looking for you. Bist du Vulkanier? Nein, du hast keine Spitzenohren. Yes! I took the linguistics final again and I aced it! Linguistikprüfer, also er ist hier Funker. You and me both. It wouldn't have happened if I didn't follow your advice. You saw that I wasn't at my best that day, told me to give it another shot. So, I did. That perfect score really made a difference. Now I'm qualified to serve as both a science officer and a communications officer. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Auf jeden Fall, auch er hätte ohne uns das nicht alles wirklich geschafft. Auf jeden Fall, ja, jetzt ist er Wissenschaftler und Kommunikator, Kommunikationsoffizier. So, ja. Glückwunsch. Thanks. Always good to have options, right? Kuro took your advice too. I think it worked out for him, since he's slightly less scowly than usual. Let me know if I'm right, okay? Erinnert mich bitte dran, dass ich in Zukunft keine Tutorials mehr mache. Ja, komm, Tilly. Boah. Hat die einen fetten Arsch. Jetzt mal ernsthaft. Ich weiß nicht, sowas nennt man, glaube ich, gebärfreudiges Becken, oder? And here we have the smartest person in ja, the class. Komm. Cadet, it is agreeable to be in your presence. Your advice regarding Federation history was advantageous. It allowed me to pass the final test with satisfactory marks. I am pleased. Ja, gut, er findet es angenehm, bla bla, in seiner Nähe zu sein und... Ja, die letzte Prüfung. In the interest of camaraderie, I now inform you that Captain Schaefer is still selecting the senior staff for the upcoming training cruise. There is a 78.4% chance that you will be selected for a position, based on my current statistical models. Lieutenant Tassil may have more conclusive data on the matter. Gut, wir sollen jetzt zum Lieutenant Tsun hin und da werden wir dann eine Trainingszuteilung bekommen. Ja, auf jeden Fall, unsere Chancen stehen wohl irgendwie relativ gut, dass wir ja auf dem Trainingsflug wohl dabei sein werden. Hm, müssen wir mal gucken. So, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall erstmal ins Büro. Ja, das wird hier nämlich irgendwo gleich um die Ecke sein. Wer bist du denn eigentlich? Du bist hier. Nee, müssen wir nicht hin. Wir müssen mit dir reden. Ja, wie jetzt nicht anders sein sollen. Ein Spitz. Good afternoon, Cadet. How may I be of assistance? Ja. Gucken wir mal, ob wir richtig sind. I will access your assignment data now. One moment. Hm. Fascinating. So. Your assignment is not listed. Inquiries on the matter have been directed to Captain Schaefer himself. So, gut. Ja, wie sollte es nicht anders sein? Gibt natürlich mal wieder ein Problemchen. Ihr wisst ja, ihr kennt das ja, ne? Gerade bei mir immer Probleme ohne Ende. Ja, auf jeden Fall, wir sollen jetzt mit dem Captain selber reden. Gucken wir mal, fragen wir mal nach, ob es irgendwelche Probleme gibt. That remains to be seen. I suggest you report to Captain Schaefer and ask him personally. He is in the office behind me. Gut, dann werden wir mal zum El Capitano gehen. So, Captain ist da. Die ist schön. Enter. So. Was ein riesiges Büro. Ich meine jetzt mal ernsthaft, die könnte man ruhig noch mal hinstellen. So ein Replikator. Wobei, ich weiß nicht, Replikatoren gab es da ja noch gar nicht. Ah, guckt
mal, hier die Golden Gate Bridge. Ja, hallöchen. Eine schöne Aussicht. Ich meine, auch wenn es nicht mehr die neueste Grafik ist, aber gefällt mir. So, jetzt mit Anton Schäfer. Mal gucken, das ist ein Deutscher. Das ist gut, Germany. Good to see you, Cadet. Today's the big day. Congratulations. Judging by that look on your face, I trust this visit concerns your assignment on the training cruise. So, ja. Auf jeden Fall. Heute soll wohl irgendwie ein großer Tag sein und er beglückwünscht uns zu irgendetwas, wovon wir nichts wissen, weil wir wissen ja immer noch nicht, wo wir zugeteilt sind. Fragen dabei. Well, you can relax. I'm happy to report that you won't be my new bilge officer. Far from it. So. Ja, auf jeden Fall, wir werden wahrscheinlich keine Deckscrew sein, also Deckscrew jetzt im Sinne von keine Crewmember im Sinne, sondern wir finden wohl zu was Größerem bereit. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe das Tutorial so nämlich auch nie wirklich gemacht. Also für mich ist das auch komplett neu. There is a matter I'd like to address, however. Your academic record is impressive, but I don't see your results for the Advanced Phaser Training Program. Care to shed some light on that for me? So, ja, auf jeden Fall, da gibt es wohl irgendwie ein, also wir haben ja das fortgeschrittene Phaser-Trainingsprogramm nicht gemacht. Ja, und wir haben jetzt hier zwei Antwortmöglichkeiten. Die eine ist so ein bisschen reumütig und die andere ist so, ja, so ein bisschen, aufmöpfig. Und ich bin gerne aufmöpfig. Also. The Federation is at war with the Klingon Empire, Cadet. Shouldn't need to remind you that Klingons enjoy close combat with their enemies. That in mind, I want everyone on my senior staff to complete that program. No exceptions. So. Er möchte, dass jedes seiner Besatzungsmitglieder dieses Programm abschließt. Keine Ausnahme. So, und sie fragt natürlich total berechtigt, ob er nicht Mannschaftsmitglied gesagt hat. Hat er nicht. I did indeed. There's a place for a cadet like you on my bridge, once you finish that phaser course. My Chief Engineer and Tactical Officer have programmed a training simulator for you. I look forward to seeing your results. So, ja, wir müssen jetzt noch diese Simulation machen und dann denke ich mal, werden wir danach wieder zu ihm hin müssen. Auf jeden Fall der Chefingenieur und der taktische Offizier, die haben da eine Übungssimulation für mich fertig gemacht. Wir müssen jetzt, denke ich mal, erstmal unser Waffenkit abholen. Ja, und dann gucken wir mal weiter. Cadets Tilly and Surveyor, respectively. They've been working on the simulation for me for some time now. Interesting pair, those two. Some of the staff question bringing Tilly along on the cruise as a junior, but her professors assure me that she's up to the task. Okay, ja, wie hätte es auch nicht anders sein sollen? Tilly und Savea. So, wollen wir mal. Indeed, she'll meet you out in the quad. Talk to her to start the training, and I'll see you when you're finished. That's all for now, Cadet. Dismissed. Ja. Jawohl, mein Captain. So, wollen wir hier mal ein bisschen was. Bisschen Action machen. Komm hier mal ein bisschen Hackengas, Gute. Du siehst so aus, als wenn du sowieso gerne Sport machst. Und jetzt. Tilly. Hallo. I still can't believe I got the Chief Engineer spot. Yes, it's just for the Cadet Training Cruise, but still. How many juniors get to go on the cruise, let alone as a department head? This is exciting. Okay. Whew. Deep breath. I'm good. Woo! Enough about me. Where did you end up? So. Ja, auf jeden Fall. Textala Barbara Barbara Barbara. So, auf jeden Fall. Ja, sie ist total aufgeregt. Das ist klar. Ja, und sie möchte wissen, wo wir hin sind. Beziehungsweise, was wir sind. Und ja, ne. Training! Yeah? I was wondering why you wanted us to set up the program. Ja. Oh, komm. No, don't worry. You'll do Jenny! There's no doubt in my mind. Jetzt laber mich nicht voll. Graduated. Meine Güte, ey. Lucky after all. Das, ganz, sorry Leute, das hat mit Geduld jetzt auch nichts mehr zu tun. Das ist einfach, boah. Hätten die nicht einfach einen Einspieler dafür machen können. Not even you. That's crazy. How many times did you run the Kobayashi Maru? Kirk's up to two now. Ja genau, Kirk ist ja aktuell selber noch Kadett.
We better hurry or we'll lose our spot. Oh, I hate running. Achso, ja. Uh-oh. There's Ev. And she's looking impatient. So, Cadet Evelyn Savea, Taktikoffizier. There you are. About time. Program's loaded and ready to go. I hope this is your lucky simulator. It's been nothing but bad luck for Kirk. So, ja, wir werden eine Phaser-Pistole brauchen. Yeah, those are pretty useful in phaser training, huh? Too bad tricorders don't have a stun setting. You'd get top marks. Kidding! I'm kidding. The phasers are in the armory by the holodecks. Grab one there. Running is the worst. Natalie. Moppelchen. Komm. Put, 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 put. So, wir müssen jetzt hier uns erstmal Waffen holen. Unsere erste Ausrüstung. Die werden wir auch behalten. So. Und dann wieder zu Ding. Und dann müssen wir aufs Holodeck. Zu der Zeit gab es doch eigentlich noch gar keine Holodecks. Oder gab es auf der Enterprise Holodecks? Also auf der Kirk. Nee, gab's nicht. Nein. Ach, wir sind ja auch noch in der alternativen Zeitlinie. Wir sind ja quasi in der Abrams-Zeit. So, jetzt geht's los mit Programmbeginn. Jawoll, endlich! Okay. So. Hier ein bisschen rumballern, da ein bisschen rumballern. Und dann machen wir mal den. Ja, es dauert immer so einen Moment. So, das war's. Jetzt ist der Captain sogar hier. Wir kriegen Applaus. Tilly hat wahrscheinlich nur kleine rosa Einhörner im Kopf. Aber hey, so ist das nun mal. Nice work, Cadet. A few points below Severe's personal best, but so, fragen wir mal nach Cadet. First officer's station is yours. That's if you want it, of course. The bilge officer's spot is still open. So, ja, und obwohl wir nur Kadett sind, sind wir auf diesem Flug als erster Offizier dabei. Ja, oder wir können es wegschrubben, ne? Aber nein, geht natürlich klar, also wunderbar. Thought you might say that. You've done well here, Cadet. I expect that trend to continue, onward and upward, throughout your career. So. Ja, das ist natürlich sowieso eine Ehre, für einen Captain zu arbeiten. Das ist immer sehr schön. Gucken wir mal, was weiterkommt. Ich hoffe jetzt, dass wir mal auf eine Mission kommen und nicht immer nur irgendwelche lustigen, ja, Texte wegklicken müssen. Ich will was tun! Likewise. I'll see you on the bridge then. Auf die Brücke, genau. Wow, look at you, first officer! You're gonna do a great job. Congratulations. That thing the captain said about the bilge officer spot was pretty funny, though. I mean, we don't even have those anymore. Wait, do we? Anyway, first officer. How does it feel? You know, I love her, but Savea's a little too, Standing right here, Tilly. Might think about that if you want to make it to senior year. What? I'm kidding. Mostly. She's not... So, ja, auf zur Shuttle-Rampe. Jawohl, ich kürze das hier mal ein bisschen ab, weil das ist ja eigentlich mal hier Weiber, hier Lava, mehr ist das ja nicht. Ja, auf jeden Fall, komm hier, wegstecken. Wegstecken. So, wir müssen zur Shuttle-Rampe. Und die ist da hinten. Shuttle Bay Number. Ne, das ist Turbolift. Okay. So, wir müssen jetzt aufs Schiff und dann, denke ich mal, werden wir unsere erste Mission haben und dann. Okay. Wird irgendwas Schreckliches passieren. Ja, ist in Ordnung. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt hier. Oh, hier ist ein bisschen. Ja, wir müssen jetzt hier erstmal so ein bisschen was sagen. Wir sind ja erster Offizier, das ist ja jetzt hier unsere Mannschaft. Ne, also da haben wir den Kero, den Perth, Tamaf, Savea. Iris, Lifeson und
Quon und halt Sylvia Tilly. So. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt einen Gruß auf die Abschlussklasse von dem Jahre 2256 aussprechen. Na, dann werden wir einfach mal tun, ne? Also ein Toastbrot aussprechen, bitteschön. Ja, und wir müssen natürlich erstmal die Kadetten inspirieren, ne? Weil die müssen, die müssen brennen, die müssen heiß sein. So. Natürlich dann weiter motivieren. Aber auch wachrütteln, ganz wichtig. So, und dann natürlich trinken wir ein Gläschen. So. Oh, dann müssen wir jetzt mit dem Decksoffizier sprechen. Anstoßen ist gemacht. Und da ist das Shuttle. Auf geht's. Natürlich alles im Laufschritt, ganz wichtig. So, hier erstmal. Labarababa. Are you ready to head to the ship? Ich bin aber sowas von ready. So. Ladebildschirm und wir sind auf dem Weg. I can't believe we're finally doing this. Ooh, look over there. That's the Glenn, one of the new Crossfield class ships. No one really knows much about her or her capabilities. Well, at Starfleet Academy anyway. Maybe we'll work on a ship like that someday. For now, our ship's here. She's a Malachowski class, Captain Schaefer's pride and joy. Good speed for her class, definitely maneuverable. A stout, solid, battle-proven design, for sure. I can't wait to see what she can do. Let's land and find out. So, das ist unser Schiff hier. Natürlich, wie man es anders erwarten konnte, nicht das modernste, nicht das neueste und schon gar nicht das beste. Aber wir werden hier unseren Spaß haben, definitiv. Ja, und bevor ich jetzt hier weitermache, keine Panik, wir werden das Tutorial jetzt in der ersten Folge machen und wenn eine Stunde dauert, das ist nicht das Ding. Ich kann es euch schon mal im Vorfeld sagen, also wir werden hier definitiv, das ist ja ein Taktiker, wir werden das den auch als Taktiker spielen. Wir werden aber ja, wie soll ich das sagen? Also ich möchte gerne auf die Eskorten gehen. Klein, schnell, wendig, böse. Wie wir das im Late Game machen, weiß ich nicht, weil aktuell, meine viele wissen es ja, viele wissen es auch nicht, ich habe nur ein K6 Schiff und das ist aktuell der, ich zeig's euch, Schiffe, Stufe 6, wo ist denn hier May, irgendwo hier unten, oder auch nicht. Genau, hier. Den habe ich, den Spionage-Angriffskreuzer der Archon-Klasse. Ja. Ich sag mal, der ist ein bisschen semi-optimal. Generell. Ist aktuell das, womit ich dann dienen könnte. Das heißt, auf wen wir später umsteigen müssen, wenn wir bis dahin nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch irgendwie an ein Klasse 6 Schiff angekommen sind. Ich werde nichts kaufen. Definitiv nicht. Was wir aber versuchen könnten, ist natürlich, dass wir uns dann eventuell die Credits zusammenspielen und uns aus dem Shop, also aus der Tauschbörse und sowas holen. Das mit den Cents werden wir nicht ganz hinkriegen, weil das meiste an Lithium werden wir zum Aufwerten brauchen. Aber dazu dann später mehr. So, was wir aber auf jeden Fall auch machen werden oder machen könnten, machen tun, wir werden uns dieses Schiff holen. Hier haben wir nämlich eine Konsole, glaube ich, dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Kann man so schlecht lesen. Konsole, genau, universaler Polaritätsmodulierer. Vielleicht werden wir auch das Schiff nehmen. Das ist ein Level-Schiff. Weiß ich noch nicht. Zumindest für die ersten 10 Level. Wir könnten natürlich auch gleich hier den großen nehmen. Ne, den wir eben hatten. Die kann man alle momentan mittlerweile nehmen. Hätte den Vorteil,
Weil da können wir uns. Können wir uns gleich nochmal drüber Gedanken machen. Wir müssen die erste Mission erstmal fertig machen. Ich würde aber trotzdem mal ganz kurz, ansprechen. Also wenn wir das große Schiff vielleicht, also das K6-Schiff nehmen, das ist quasi so, ich sag mal so, WoW-mäßig als Erbstück zu betrachten. Das levelt dann mit, die ganze Zeit mit. Es ist nicht von Anfang an alles freigeschaltet und so weiter und so weiter. Können wir aber dann nicht als Eskorte nehmen? Natürlich nicht. Weil zu groß, zu schwer, zu wendig. Zu unwendig. Alle sind zu unwendig. Andererseits hätten wir dann den Vorteil, dass wir das Schiff von Anfang an, aber auch wirklich von Anfang an dann uns so konfigurieren könnten, wie wir es denn bräuchten. Also damit hätten wir am wenigsten Stress. Ich meine, wir können uns ja dann sowieso ein zweites Schiff fertig machen, das ist ja nicht das Ding. Ne, dass wir dann, was weiß ich, uns die Eskorte für BGs nehmen, also für Battlegrounds, ne, also für diese PvE-Warte dessen. Ich nenne sie einfach Battlegrounds, weil es einfach Stadtfeuer fertig ist. Ja, würde ich sagen, machen wir so. So, sprechen wir aber erstmal mit Tilly, oder? Ja, komm. Okay, we need to check in with the deck officer first, then head to our stations. Oh man. Auf ihren Maschinenraum, genau. Und wir werden mit dem Dienstoffizier auf der Schüttelraum reden. Der wird uns jetzt nämlich wahrscheinlich sagen, dass wir auf die Brücke müssen. Acting Chief Engineer, reporting for duty. So, und jetzt Lieutenant Turling ansprechen. Welcome aboard. What's your name, Cadet? Ja, fragt, wie wir heißen. Und wir heißen natürlich Lassandra Julie Dirks. Yes, here we are. Acting First Officer. You're all set. Genau, amtierender erster Offizier. Genau, so. Dann fragen wir natürlich, wo der Captain ist. Report to Captain Schaefer on the bridge. He's been a- genau, ab auf die Brücke. So, wo ist denn hier? Immer mal gucken hier. Rechts und links ist egal. Dann können wir hier hinlaufen. Irgendwo ist hier. Okay. Fadi hat's verstanden. Jawohl. So, machen wir auf die Brücke und dann wollen wir mal in unsere erste verhängnisvolle Mission gehen, weil natürlich muss sie verhängnisvoll sein, weil sonst würden wir kein Captain werden können. Aber, Leute, jetzt mal ernsthaft, ist das eine Brücke oder ist das eine Brücke? Also mir, also wenn ich von der Discovery-Serie nicht wirklich so viel halte, aber die Brücken sehen schon echt cool aus. So, mal mit Captain sprechen. Wir haben im Übrigen Stehplatz. Ah, there you are. Computer. Note the executive officer has reported for duty in the ship's log. Welcome aboard, XR. So, jawohl. You're right on time. All decks have reported in. We're ready to get underway. Let's start things simple by getting the old girl out of dry dock, huh? Contact dock control and get clearance to depart. After we're cleared, close the shuttle bay doors and disable the tractor moorings. Ja, gut, dann wir sollen das Schiff rausbringen, wie es nicht anders zu erwarten war. Also. Dock control has cleared us to depart. Genau. Freigabe. Acknowledged. Carry on. Shuttle bay doors are closed. Acknowledged. Carry on. Und die Traktorverankerung deaktivieren. Sehr schön. So, jetzt müssen wir wieder mit dem Captain sprechen. Als wenn man nicht vom Stehen, ne? Also, das. Ja. Erez, take us out. One quarter impulse. Ja, und jetzt ist natürlich, ja, das ist das erste Easter Egg, ne, hier. Ich darf nicht dran, das war Lieutenant Valeris. Und zwar auf dem Flug, beziehungsweise in dem Film, wo sich die Enterprise mit Captain Kirk, die 1701A, mit den Klingonen getroffen hat. Ne? Und da wurde dann ja auch
mit einem Viertel Impulskraft aus dem Dock rausgeflogen. Und das darf man natürlich nicht, laut den Vorschriften. Aber komm, wir antworten einfach mal nicht. So, wir gehen auf unsere Station und dann geht das los. Cleared from dry dock, Captain. Acknowledged, Helm. Set a course for Vulcan. Warp 4. Course laid in, sir. Engage. Engage. Ist eigentlich auch ein schöner Schiff. Und das war's, dieser Sound. Deswegen wollte ich so einen Charakter haben, weil ich das einfach besser finde als dieses... Captain, I'm picking up a distress call from the SS Fortuna. Audio only. Put them through, comms. This is the Fortuna! Can you hear me? So, warp core is failing! We could really use some help here! Let them know we're on our way. Helm, lay in a rendezvous course. Altering course, sir. ETA 3 minutes. Transporter room, prepare to beam over survivors. Sir, sensors can't read anything in the vicinity of the Fortuna. Communications are out as well. Keep trying to hail them, comms. XO, let's discuss the situation. Ja, well, das ist mal wieder so typisch Star Trek. Ich finde das einfach eine geile Optik, ne? Was ist denn hier eigentlich alles zu sehen? Das ist doch hier so ein typischer Bild aus dem Transporterraum, ne? Dann mal hier. Sehr schön. Aber sind doch größtenteils wiederholt sich die Anzeigen. Ja, da haben die sich nicht so viel Mühe gegeben, muss man schon sagen. Da sind nämlich immer die gleichen. Gut, springen wir mal mit dem Captain und ich kann euch versprechen, wir müssen die Schilder hochnehmen. Well, XO, you heard the distress call. What are your recommendations? Afraid not. This is the real deal. Per Starfleet reg, not usually, no. Good instincts. How would you proceed? Ich würde genau. Interesting approach, but I don't think a full tactical alert is appropriate here. Fortuna's a fright. I agree. Surveyor, raise the shields. So. Wie es nicht anders zu erwarten war, wir müssen arbeiten. Wir sind ja auch nur erster Offizier. Ich verspreche euch, das wird später noch alles viel schlimmer. Desmond, the Fortuna should be in range. Give me an update. I'm getting some weird readings. I can't get a solid lock. There may be interference. Trying to compensate. I think I have it. This is a lot different than the training scenarios. Beaming them over now. Klingons! Es geht los! Desmond, come in. Tja. What happened, Desmond? Hold on. We're ready to disrupt the fire in the transporter room. Klingons are beaming in on multiple decks. All hands. This is the captain. Repel boarders. I repeat, repel boarders. Ja, war das mit den roten Haaren etwa eine Anspielung auf die guten alten Red Shirts? Ich glaube schon. Ja, ach, schön. So, wir müssen uns Befehle vom Captain holen. You have the command codes to unlock an armory. You let us worry about that. Right now, I need you doing what you can to get those Klingons off my ship. So. Over here, Exo. We need you to unlock the armory. Junge, ey, wo bist du? You have to enter the command codes. Andrei und Firmes. Gut. Kommando groß können wir natürlich eingeben, weil wir sind ja der zweithöchste Opfer. Rebel Reichel, we need to deal with the Klingons. So, Gewehr holen. Sehr schön. Das muss ich jetzt eigentlich erst auch noch auswählen. Dann machen wir das nochmal. Jaha. So. Dann wollen wir mal. Also, die Waffen auch noch tauschen.
Will ich aber nicht. Ja! Andre! So. Ja, komm. So ein bisschen wie eine Maschinenpistole aus, ne? Oh nein, wir haben den ersten. Das erste Crewmitglied verloren. Vor allem mir ist gerade aufgefallen, wir müssen definitiv Transporter-Room. Friseur, oh, was auch good. You're on the right side of the safety field. Ich hab grad gesehen, grad gelesen, mittleres Haarspray. Ha, ehrlich. Ja, komm, ein bisschen Spaß muss auch sein. So. Ja, jedenfalls, bevor wir jetzt hier reingehen, weil hier gibt's nämlich so ein bisschen auf die Fresse. Ich habe echt eine ganze Menge vor. Also wir werden auf jeden Fall, bis Level 65 zusammen spielen und darüber hinaus. Jawohl. Ob ihr wollt oder nicht. Party! Die Waffe ist cool. Who the fuck? Ach nö, die ist ja gar nicht tot. Ja, das ist auch schön. Krieg ich dich? Als Offizier? I think they were going to engineering, but hurry, there's a lot of them. Müssen wir sowieso mal gucken, wer uns dann zugeteilt wird. Die werden ja das sowieso verändern, also. Security to engineering. We are under attack. Standardgedöns. Das ist echt gut. Lecko mio, was hatten die für ein Output? 47. We're reading Klingon boarding parties on multiple decks, XO. Ja, ja. Das ist die eigentlich sogar besser. Ja. So, wo müssen wir denn hin? Zum Turbolift. Okay. Guck mal, hier mit ein bisschen Hackengas. Wo müssen wir? Maschinenraum. Wohin auch sonst? Oh, bam! Ah, muss der erste Offizier ja. Lead the way, XO. We've got your back. Und erster Offizier ist eigentlich falsch, wir sind ja noch Kadett! Wir sind ja. Eigentlich sind wir ja nicht mal ein Mannschaftsdienstgrad. Karanga! Karamba, Kadacho, ein Whisky! Karamba, Kadacho, Fallum! Ach, schön. Wo müssen wir eigentlich hin? Wie lang? Move! Oh, am I glad to see you. Ja, fällt um. Scheiß ausfliegen. You have no idea how happy I am to see you. They were looking for something in here. Can't imagine what, though. I mean, they have warp and impulse tech. What else would be in engineering? Especially since the ship's a complete mess, thanks to them. Is there a part they didn't shoot? Sorry, I could really use your help, since you're here. Ja, Tilly ist so ein bisschen durch den Wind die Gute. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, schade eigentlich, dass die dann später nicht zu unserer Mannschaft gehören wird. Muss ich ganz ehrlich sagen, also da finde ich es doch ein bisschen schade. Da hätte ich Cryptic doch ein bisschen. Ja. Aber gut, Tilly ist halt ein Protagonist aus der Serie. Es wäre ja genauso, als wenn man Captain Picard oder Captain Kirk oder Janeway oder Tuvok oder wie sie auch alle heißen. Und das wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn man dann, weil später trifft man die ja auch nochmal wieder.
wenn man dann auf einmal mit der und die und so dann ein Kausalitätsparadoxon gäbe, ist dann, ja. Ja, dann lassen wir uns auch mal zutexten, würde ich sagen. As I was saying, the ship's taken a lot of damage. I'll do what I can to get the essentials online, but okay. Wo sollen wir? Da. Okay. Wir müssen mal ein bisschen Waffen verbessern, weil wir sind ja. Taktiker, ne? Eigentlich ist sowas ja dann doch Aufgabe eines Technikers, aber wir machen mal einfach deren Aufgabe. Glad you're still with us. We could use a hand. Zurück zur Brücke. Dann wollen wir das mal tun. Tja, dann. Ich geh mal davon aus, dass wir jetzt hier den Captain loswerden. Sir, we flash shields! Prepare for. Ja. Who is in command here? Speak now! I'm Captain Schaefer, and you are? I am Ja'ula of House Mokai. Surrender now, Captain, while you're still able. Request denied. Get off my ship! Get off my ship! If you insist, Captain, your truth! Ja, gut. Jetzt sind wir hier ohne Captain und jetzt haben wir so ein bisschen das Kommando, würde ich sagen, ne? Also, Party! Secure the bridge! Repel borders! The Klingons are gone! So ist der Captain! Kredit, nein. I'll try to find the Klingon ship! Thought I was done for. Thanks. So, wollen wir hier ein bisschen aufräumen. That was intense. Tja, dann Klingons. Wollen wir mal gucken, weil ich weiß nämlich nicht, we just fought Klingons. Ob wir dann hinterher müssen, wie auch immer. Ja, ich weiß es nicht. I thank you. I'll be okay. Thanks to you. So. I owe you one. What happened here? Incoming transmission from the Klingons! Do I have your attention, Starfleet? Captain! Are you alright? Silence! Surrender your ship and all classified data within it to me! Immediately! Schaefer, order your crew to do as I say. XO, follow my orders to the letter. Fire on my position. Spoken like a Klingon, Captain. Now die like one. Ja. Damit werden wir dann den Captain los, so wie man sich das jetzt anhört. Ja. What do we do now? Und wir haben das Kommando über das Schiff. Ja, ist so ein bisschen schade, dass wir nicht keine Stimme haben. Auf jeden Fall, ja. Ne? Wir sind natürlich ein vernünftiger XO und feuern natürlich auf die Position. Ja. Put on your two, it's your half! Mitch la bitch! Ach, noch! Ach, but no, what's your name?
so we teach you, and you teach you. Mitch la betcha. Tja. Da ist der gute Captain Schäfer gestorben. Und wir sind hier. Ja. Auf einem halb zerstörten Schiff. Ja, unser Taktikoffizier. We're still here. Most of us, anyway. Jawohl! So, und damit hätten wir dann auch unseren ersten Offizier, die gute Evelyn Savea. Ja, und da kann ich euch schon mal sagen, die werden wir definitiv behalten, aber ja, die werden wir dann noch ein bisschen arbeiten. All decks have reported in. We took some casualties and sick bay is full. All systems have taken damage, but some were hit worse than others. Life support is stable. Good. Notsignal senden. I'm working on it, but something's jamming our long-range comms on all frequencies. Tja, und das war natürlich klar, wir werden natürlich blockiert in unserer Übermittlung. Still running under cloak. We knocked them around pretty good before they slinked off with their tail between their legs. That said, ja, we're in rough shape ourselves. Und wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Schäden, definitiv. Gut, gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? Damage control teams are assigned. We've put out all the fires and started patching the hull breaches, but it's gonna take a while. We'll get the critical systems back online as soon as we're able, Captain. Still reading their distress signal. I can break through the jamming opening hailing frequencies now, Captain. Greetings, Captain. Thank you for coming to my aid. Quite so, Captain. Gut, so. Lass mich erstmal gucken. Achso. Funktioniert nicht. Okay. Eigentlich auch nicht so hässlich, das Schiff, wenn ich ehrlich bin. Ah. Coming to a full stop, Captain. Scanning. Apologies. I'll wait for your command from now on. They need 3 or 4 warp induction coils, tops. We can see. Bestimmt auch rüber beamen. Good luck with the Klingons, my young friend. You'll need it. Okay. Mit dem ersten Offizier sprechen. Also can't mit say I blame Savea. Him. I wouldn't want to fight Klingons in a tub like that either. We have a problem. Most of our plasma injectors are over. Okay. We're not the first ship the Klingons have hit here, Captain. There's wreckage throughout. Okay. So, wir müssen jetzt noch Teilen scannen, weil immer noch die Phaser nicht funktionieren. I'm picking up a few compatible parts in the wreckage. Blast off the outer casings on those units and we can get what we need. Im Prinzip ist das eigentlich die Story aus der ersten Folge, ne? Wenn wir mal so ein bisschen überlegen. Ja. Aber bevor wir da jetzt weitermachen, möchte ich... Schnupp. So. So, schon mal gleich dran gewöhnen. Warning. Ship is under attack. Little stop. Call me. Seeking threat. Ugh, she is getting on my last nerve. So. Okay, these injectors are a little beat up, but I can work with them. Some of these are real top shit. Gonna need a little time. Right. I'm on it, Cap. While engineering deals with the warp core, we're stuck here. We need critical systems back online ASAP. We're on genau. It, Captain. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen was zerstören, so ein paar Satelliten. Okay, Impuls funktioniert immer noch nicht. Target is
Gut. Das läuft. Ah, so schlecht ist das schon tatsächlich. Stop! You are persistent, little Kopu! Die! Long-range comms are back, Captain. Shall I send the distress signal? Oh, Notsignal. Hoffentlich kommt Kavallerie. That Klingon ship took some real damage during the fight. No argument here. Sending you the data now. We can trace... It's pretty far from us. We should travel at full impulse to reach it. This will temporarily take power from the system, but vastly improve our speed. Once we drop out of full impulse, the power will return to other systems. Aber... But cut! Your death will be swift, Puh-Puh! So war ganz fix. So. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Maschinenkraft. Klingon ships, decloaking, Captain! Zwei werden untergeklappt. Oh, jetzt müssen wir die Klingonen weiter verfolgen. Captain, while we have the opportunity, it might not be a bad idea to review some of the basic Starship combat files. Wouldn't hurt to be ready when the next group of... Okay. It would be wise not to fall. Klar, wie man, ja. Cowardly. Ich hab gedacht, wir kriegen jetzt noch irgendwelche Features dazu oder so. Nein, das war jetzt quasi nur so ein kleines Schieß-Tutorial. Also ein Tutorial. Tamav and I need time to fire the injector install. Please don't break anything else. Herumkreisen, damit die vorderen und hinteren Waffen beide gleichzeitig schießen. Ne? Zwischendurch kann man dann immer mal vorne schwenken und mal Torpedos losjagen. Oh, jetzt da hinten ist dann auch die Kavallerie angekommen. Incoming transmission, Captain. It's a Starfleet vessel, the Sobrova. Die Sobrova. This is Captain Thykir Shran. We've received your signal. What happened here? Shran? Shran ist mittlerweile Captain bei uns? Ja, voll. Hätte ich nicht gedacht. Nur den gehen wir ja noch aus. Enterprise. I see. Ever since they acquired their cloaking device, they've been getting bold. Even for Klingons. You're lucky to be alive, Cadet. Which reminds me. You're on... And did you follow his orders? I see. Unfortunate. I served with Anton on the Endeavor. Very well. Schaefer didn't place trust in his officers lightly. If he chose you to be his XO, he knew you could get the job done. I'll expect the same. Our first order of business is getting your ship and crew to... I'm sure they are. And if they're foolish enough to come back looking for a fight, they'll get... Gut, ja, jetzt erstmal zur Sebrova fliegen und dann geleitet sie uns dann in Sicherheit. Mal gespannt, was für ein Schiff das ist. Kennt sich gar nicht dieses Design. Welche Klasse ist das? Oh! So, the wolf now fights with its cub. Ah ja, schon. Was? Das ist so aber.
Juhu, wir haben die erste Mission fertig. We're on our way to check in on another Starfleet vessel when we received our distress signal. Und the vessel is still not responding to hail. Ja, jawohl, sehr schön. What happened to you? This feels wrong, doesn't it? I mean, the captain just got killed by a House Mokai matriarch over something she thought we had on board. No. Shouldn't we be chasing her instead? You're right. For all we know, ja, gut. It's just... Angriff! Ja, sollten, denke ich mal, damit auch gleich fertig sein. We've arrived, Captain. Beziehungsweise, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal einen Hardcut und sehen uns in der nächsten Folge. Ich sag dann mal danke fürs Zuschauen in dieser gute 60-minütigen ersten Folge. Im Prolog sozusagen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.